In dieser Ecke des Raumes hängt ein weißes Objekt, das irgendwie wellenartig erscheint. Oder wie ein Getreidefeld von oben. Ich glaube, wir müssen etwas näher herangehen. Jetzt sehe ich viele große Nägel, die unregelmäßig auf einen weißen, quadratischen Untergrund geschlagen wurden. Vielleicht sind das Zimmermannsnägel. Ich finde auffällig, dass die Nägel nicht gerade, sondern teilweise schräg auf dem Untergrund positioniert sind. Und wenn ich genauer hinschaue, erkenne ich sogar, dass manche Nägel tiefer als andere auf den Untergrund geschlagen wurden. Sie wirken zwar unregelmäßig, sind es aber nicht. Ich glaube, dahinter steckt doch ein System oder eine Ordnung. Bei diesem Bild kann man als Betrachter den Herstellungsprozess und das Material genau erkennen. Hier sehen wir ein Werk von einem der prominentesten und beliebtesten deutschen Künstler der Nachkriegszeit. Günter Uecker arbeitet bis heute in seinem Atelier in Düsseldorf, einem Speicher im Medienhafen. Dort entstehen seit Jahrzehnten zahlreiche Kunstwerke und großformatige Bildwerke, die auf der ganzen Welt ausgestellt werden. Zum Beispiel auch im Museum of Modern Art in New York. Neben zahlreichen politischen Aktionen gab er sogar seine eigene Zeitung heraus, in der er seine Kunst und seine politischen und künstlerischen Ideen verbreitete. Bei diesem Bild sollte man sich die Zeit nehmen, die einzelnen Nägel etwas genauer zu betrachten. Das Nageln mit dem Hammer scheint für den Künstler ein meditatives Ritual zu sein. Anscheinend stellt er seinen eigenen Körper immer wieder in Bezug zu seiner Kunst. Genau, die Abstände der Nägel entsprechen hier zum Beispiel der Dicke seiner eigenen Finger. Das Hereinschlagen der Nägel ist ein enormer körperlicher Aufwand, aus dem aber der Künstler anscheinend Kraft für Neues gewinnt. Ich finde, die Nägel sehen aus wie das Gekräusel einer Wasseroberfläche oder wie ein verwehtes Kornfeld. Das Ganze ergibt wirklich ein abstraktes Muster. Von hier aus gesehen wirkt es für mich eher wie eine weiche Oberfläche, wie ein Pelz oder Fell, das ich gerne berühren würde. Günter Uecker spielt hier genau mit solchen Gegensätzen. Die Wirkung seiner Bilder variiert zwischen System und Zufall. Die Anordnung der Nägel ist systematisch, während die Wirkung je nach Lichteinfall und Position des Betrachters zufällig ist. Dieses Werk heißt Weißes Feld. Ich finde, das passt sehr gut zu unseren Eindrücken. Es gehört zu einer Serie von 20 Bildern aus demselben Jahr, die auch denselben Titel tragen. Das Spiel von Licht und Schatten, das die einzelnen Nägel werfen, wird hier deutlich sichtbar. Je nach Lichteinfall fällt der Schatten anders auf das Objekt und es scheint sich zu bewegen. Dieser Effekt spielt mit unserer Wahrnehmung. 1961 wurde Günter Uecker Mitglied in der Künstlergruppe Zero, für die insbesondere Licht und die daraus entstehenden optischen Phänomene eine wichtige Rolle spielten. Die Künstlergruppe Zero und ihre Zeitgenossen wagten um 1960 einen künstlerischen Neubeginn. Zero bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes einen Neuanfang, eine Stunde Null. Die Mitglieder dieser Gruppe wollten sich von den Zwängen der Nachkriegskunst befreien und insbesondere das Licht als Material stand für diesen Neuanfang, für Transparenz und Klarheit. Zu den Mitbegründern der Zero-Gruppe gehörten unter anderem Otto Piene und Heinz Mack. Die häufig verwendeten Materialien dieser Gruppe waren Glas, Spiegel, reflektierende Oberflächen oder verschiedene bewegliche Objekte. Otto Piene bezeichnete Zero als Phase des Schweigens und der Stille. Das ist so wie hier, in diesem Ausstellungsraum, dem Raum der Stille. Hier gibt es auch Werke, bei denen der Lichteinfall zu unterschiedlichen Tageszeiten die Wahrnehmung verändert. Günter Uecker spielt in all seinen Werken mit unserer Wahrnehmung. Trotz der Starrheit der Nägel ist das Bild Weißes Feld für mich dynamisch und bewegt. Seine Bildsprache ist universal und zeitlos. Er arbeitet als Künstler jenseits politischer Grenzen und sucht ständig den Dialog, nämlich da, wo die Sprache versagt.